Ich bin einfach so froh über so viele Dinge. Unter anderem, weil du auf dieses Video geklickt hast. Das bedeutet einfach, dass es endlich geklappt hat, ein Video aufzunehmen. Denn ich bin gerade im Urlaub und spiele Inazuma einfach im Urlaub, beziehungsweise spiele endlich dieses Update. Kann endlich Inazuma entdecken, kann Freude empfinden für Inazuma, was schon mal extrem genial ist. Aber es hat auch geklappt, ein Video aufzunehmen, denn vielleicht folgt ihr mir auf Instagram oder ihr habt euch meine YouTube-Story angeschaut. Mein Setup hier ist absolut 10 von 10. Leider reicht das Internet nicht aus, um zu streamen, was sehr, 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 sehr schade ist, dadurch, dass das WLAN hier einfach nicht wie angekündigt mega geil ist, sondern gefühlt eigentlich gar nicht vorhanden. Aber der LAN-Anschluss, der funktioniert und theoretisch könnte man darüber streamen. Mein Laptop hat leider keinen LAN-Anschluss, das ist ein bisschen schade. Aber es reicht für die PlayStation, es reicht zum Zocken und es reicht hoffentlich, um ein Video hochzuladen irgendwie, sei es später übers mobile Netz oder sonst was. Aber ich sitze hier und nehme endlich ein Video auf. Von daher vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Und was soll ich sagen? Inazuma ist da, Inazuma ist geil und wir sind alle happy, oder? Inazuma ist einfach absolut genial. Wenn ich mir die Map anschaue, wenn ich das Ganze entdecke, ich bin einfach glücklich, wenn ich hier rumlaufe. Es ist so schön, dass es endlich da ist. Ihr seht, ich habe noch nicht mal viel entdeckt und ich bin einfach schon glücklich. Ich bin einfach schon glücklich von vorne bis hinten darüber, dass ich die Chance habe, Inazuma zu entdecken und hier einfach Freude zu empfinden. Das ist aber nicht der Grund, warum ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich denke, ich werde sehr viel auf meinen zwei Kanälen zu ja, Inazuma erzählen. Mal gucken. Allgemein muss ich mal schauen, wie viel Content ich bringen kann bis nach dem Urlaub. Dadurch, dass die Streams ja gar nicht funktionieren, werde ich erst nächsten Sonntag wieder streamen. Von daher schaltet auf jeden Fall ein. twitch.tv/sonius94 wird ein geiler Comeback-Stream. Ich habe richtig Bock. Denn meine Eierkapuls müssen dementsprechend leider... Leider, leider, bis Sonntag einfach warten. Ich muss bis nächsten Sonntag warten, bis ich auf diese wunderschöne Kamisato Ayaka pullen darf. Einfach bis Sonntag, aber dafür wird das ein umso geilerer Stream. Ich hoffe, ihr habt alle Bock. twitch.tv/sonius94 nächsten Sonntag, 21 Uhr, wisst Bescheid. Ich freue mich sehr auf diesen Comeback-Stream. Ich hoffe, dass möglichst viele Leute am Start sind, dass möglichst viel Support in diesem Stream da ist, weil es einfach ein geiler Stream wird, weil ich mich einfach freue, endlich auf den Char, auf den ich am längsten warte, zu pullen. Denn ich habe viele Nachrichten dazu bekommen, ey, yo, Sonius oder auch allgemein Community, warum hypt ihr eigentlich Ayaka so sehr? Sie sieht doch eigentlich standardmäßig aus, also warum wollt ihr sie so unbedingt? Und für mich persönlich sieht sie nicht standardmäßig aus. Ich mag ihr Artwork sehr, 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 sehr gerne, aber das ist nicht das Hauptargument. Ich glaube, das ist eher so ein psychologisches Ding. Wenn man das mal beobachtet, wann Ayaka das erste Mal von Genshin Impact gezeigt wurde und wann Menschen sie das erste Mal ausprobieren durften und wann es das erste Gameplay zu ihr gab, dann ist das mittlerweile 2 Jahre her. Ihr hört richtig. Einige Menschen warten seit 2 Jahren auf Ayaka. Bedeutet, stellt euch vor, es wurden noch nicht so viele Genshin Impact Charaktere vorgestellt. Ihr seht so eine Ayaka, findet sie cool, sagt euch ja, die will ich haben, wenn Genshin Impact rauskommt. Und dann wird sie verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Und ihr könnt einfach keine Ayaka pullen. Ihr wartet einfach, bis ihr dieses Mädel kriegt und könnt sie nicht pullen. Und genau so geht es sehr vielen Menschen. Ich kenne sie, glaube ich, nicht seit 2 Jahren, aber ich kenne sie seit... Oh, irgendeiner der Closed Betas, keine Ahnung, ich habe das Spiel ja schon ein bisschen vor Release verfolgt, dadurch, dass ich einfach in dieser Gacha-Gaming-Szene schon etwas länger drin war, habe ich schon sehr lange Bock auf dieses Game, ich habe lange Bock auf Ayaka und deswegen möchte ich sie unbedingt haben. Sie wäre tatsächlich so ein Char, den ich mir C6 vorstellen könnte, aber einfach die finanziellen Mittel definitiv nicht dazu habe, sie C6 zu pullen. Dementsprechend mal gucken. Ich werde wenigstens auf die erste Constellation gehen, vielleicht auch auf die zweite. Ich weiß, dass Yuimiya und andere Chars vor der Tür stehen. Und das sind auch so die Überlegungen, die ihr euch wahrscheinlich machen müsstet, wenn ihr euch überlegt, ey, habe ich Bock auf eine Ayaka oder habe ich keinen Bock auf eine Ayaka? Denn was Genshin Impact gemacht hat, ist einer der besten Moves überhaupt, für die gerade Free-to-Plays, aber auch Pay-to-Plays so dankbar sein sollten. Und zwar haben wir eine Roadmap an Charakteren. Natürlich, es sagt nichts über die Skills aus, es sagt nur ein bisschen was über die Elemente aus und wir wissen halt nicht, was das für den Char bedeutet, von der Art und Weise, wie sich der Char spielen lässt, die so in Zukunft kommen. Aber zumindest wissen wir schon mal vom Design her, was uns erwartet. Wir wissen, uns erwartet eine Yuimiya, wir wissen, es erwartet uns eine Miko, der Toma erwartet uns, so ein Wassermädel erwartet uns. Und so können wir uns Gedanken machen, ey, möchte ich diesen Design-Charakter oder einen von den zukünftigen? Und sobald der zukünftige da ist, kann man immer noch sagen, ey, yo, jetzt habe ich keinen Bock drauf, ich spare lieber auf irgendeinen anderen Rerun oder auf einen der nächsten Charaktere, die angekündigt wurden. Absolut genial, dass wir uns dadurch Gedanken darüber machen können
ob ihr einen Char haben wollt oder nicht. Von daher, falls ihr nicht mehr wisst, wer alles so angekündigt wurde, schaut einfach nochmal vorbei bei der Zusammenfassung des Livestreams 2.0. Da habe ich alle Charaktere einmal vorgestellt und dann könnt ihr euch überlegen, welchen ihr vom Design her am liebsten haben wollt. Aber jetzt, wo speziell Ayaka da ist, ich gehe ja meistens eigentlich auf die 4-Sterne-Charaktere ein. Das mache ich heute mal zwar auch, aber ein bisschen weniger aus dem ganz einfachen Grund, dass ich glaube, dass sehr viele Spieler mittlerweile so weit sind, dass sie alle 4-Stars haben und schon zumindest viele 4-Stars haben und schon eine gewisse Meinung, wen sie gut finden und wen sie schlecht finden. Aber Yanfei, Super Main Damage Healer mit Pyro, gerade wenn man keine Klee hat. Ich habe eine Klee, ich spiele Klee lieber. Ninguang, wahrscheinlich der beste Geo Main Damage Dealer neben Chongli, von daher auch ein Super Char. Chongyun, einer der besten Ice Team Supporter, die man haben kann, passt also auch sehr gut wahrscheinlich in diesen Banner. Ich muss das Ganze nochmal ausprobieren, aber das sind rundum sehr gute 4-Sterne-Charaktere. Da ist eigentlich kein Müll dabei, den man nie gebrauchen wird, sage ich mal. Aber alle Chars, die ich persönlich eher weniger spiele, muss ich auch dazu sagen. Natürlich. Das kommt auch so ein bisschen auf die Teamcoms drauf an. Vielleicht ändert sich das jetzt mit Chongyun und Ayaka. Denn Ayaka wird ja häufig auch mit mindestens einem Eischer kombiniert. Dazu aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zu ihr. Die Gedanken, die ihr euch machen solltet, wenn ihr sie pullen wollt, ja oder nein. Ihr müsst euch natürlich klar sein, braucht ihr gerade einen Main Damage Healer? Und mögt ihr das Eiselement? Das sind zwei ganz wichtige Fragen für euch selber. Also habt ihr vielleicht schon einen D-Look, habt ihr eine Ganyu, habt ihr eine Nutao, habt ihr einen Shao und sagt euch, boah, jetzt brauche ich eigentlich mal einen Supporter. Dann wartet vielleicht ab, denn sie ist vielleicht nicht der beste Supporter für diese Charaktere, sondern eher auch ein Main-Damage-Healer, der Schaden machen möchte. Natürlich, sie kann auch einfach nur ab und an eine elementare Fähigkeit und eine ultimative Fähigkeit raushauen. Ihr habt das Eiselement auf dem Gegner, funktioniert auch. Klar, je nachdem, ich werde sie erst größer ausprobieren und große Kommentare zu ihrem Playstyle machen, sobald ich sie selber gepullt habe. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich es hasse, mittlerweile Guides zu machen, wo ich einfach nur sage, das sind die 5 Waffen, das sind die 2-3 Artefakte-Sets und das sind die 2 Teamcoms, die ich irgendwo gehört habe und bin fertig. Solche Guides hasse ich, so ein Guide werde ich nicht mehr bringen, ihr wisst Bescheid. Ich möchte den Charakter ein bisschen ausprobiert haben. Klar werde ich in meinem Guide auf Waffen, Artefakte und Co. erwähnen, aber ich möchte mich eher auf den Spielstil in meinen Guides konzentrieren, als nur auf die Waffen und Artefakte. Dementsprechend muss ich sie ausprobieren und wie ich am Anfang des Videos erzählt habe, ich werde erst Sonntag auf sie pullen. Aber wenn ihr sagt, ihr braucht gerade einen Main Damage Healer und ihr mögt das Eiselement, ist sie wahrscheinlich perfekt für euer Team, ist sie wahrscheinlich perfekt für euch zum Pullen. Aber eine Sache, die ihr definitiv ausprobieren solltet, entschuldigt, ich bin das erste Mal heute auf der PlayStation unterwegs, von daher, ich glaube, ja, das ist das und habe ich es geschafft? Ja, hier wollte ich hin, ich wollte in den Probelauf. Probiert sie aus. Probiert aus, ob ihr mit ihr ausweichen könnt. Falls ihr keine Mona besitzt, so wie ich, sie hat einen ganz eigenen Stil. Das Ausweichen wurde übrigens auch überarbeitet mit Mona und Ayaka. Von daher probiert es auf jeden Fall aus, bevor ihr auf sie pullt. Seid euch im Klaren darüber, dass es anders funktioniert, als ihr es eigentlich gewohnt seid. Sobald ihr es ausprobiert habt und sagt, ey, findet's geil, steht euch eigentlich nichts mehr im Weg und ihr könnt fröhlich Ayaka pullen, definitiv. Falls ihr sagt, ey, euch sind die 5-Stars gar nicht so wichtig und euch sind die 4-Stars eher ein bisschen wichtiger, dann habt ihr ja diese 4-Stars, die auf jeden Fall gut sind. Eine Sache möchte ich aber erwähnen, die man bedenken sollte für den kommenden Banner, das ist Yuumiya, wenn man auf die 4-Stars achtet, da ist Sayu in dem Banner. Yuumiya, auch ein guter Main-Damage-Healer, wahrscheinlich eher Single-Target, während sie Gegnermassen als auch Single-Target wahrscheinlich gut vernichten kann. Aber in Yuumiyas Banner, also der nächste Banner, der kommen wird, ist Sayu. Und sie hat gerade für Mobile Play einen großen Vorteil. Und das ist einfach, dass sie Tiere nicht aufschreckt, sodass sie wegrennen. Also die Kristallblüten oder wie die heißen, Kristallschmetterlinge, könnt ihr ganz easy farmen, um angereichtes Herz zu herzustellen. Ihr könnt Wildschweine töten, ihr könnt Vögel töten, kriegt dadurch mehr Fleisch, könnt mehr Rezepte kochen. Also für Mobile Player ist, was Forsters angeht, wahrscheinlich der nächste Banner ein bisschen besser als dieser Banner. Aber müssen wir auch ausprobieren, sobald Sayu da ist, definitiv. Wenn ihr euch jetzt aber sagt, ey, Main Damage Dealer mag ich, Eis mag ich, mit ihr ausweichen kann ich. Pullt einfach auf sie, yo. Sie ist das Aushängeschild von Inazuma. Als Genshin Impact den Livestream rausgehauen hat, beziehungsweise das Video rausgehauen hat, mit den kommenden Gebieten, zu allen Gebieten, war sie das Aushängeschild von Inazuma. Und deswegen pullt einfach auf sie, wenn ihr Bock auf sie habt. Ihr macht damit bestimmt nichts falsch, sie wird einen super Damage anrichten. Meine Tests, wie gesagt, kommen leider erst nächsten Sonntag oder nächste Woche. Es ist so traurig. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Videos die nächsten Tage aufnehmen hier aus dem Urlaub heraus. Und das ist nicht das letzte Video, das ihr seht. Ich hoffe wirklich, es kommen noch ein, zwei Videos aus dem Urlaub heraus. Ich bin sehr gespannt, ob das soweit klappt. Aber
ihr wisst, ich persönlich werde auf jeden Fall auf sie pullen. Bei mir kommt nichts anderes ins Haus, bei mir kommt eine Eierkarte ins Haus. Das ist ganz klar, dass bei mir eine Eierkarte ins Haus kommt und ich sie auch suchten werde, wie nichts Gutes. Denn dazu bin ich einfach viel zu gehypt auf sie und auch zu ihrem Waffenbanner vielleicht nochmal ein ganz paar kurze Worte verloren. Ich werde auch versuchen, ihre Waffe zu kriegen. Ich werde wahrscheinlich nur eine Waffe pullen, dieser göttliche Kurs. Der macht mich jetzt schon sauer, wenn ich den sehe. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe ein Video dazu gemacht, warum mich dieser göttliche Kurs mehr sauer macht als froh. Weil ich Angst habe. Angst, dass ich jetzt einfach auf 3 5-Star-Weapons pulle, statt auf eine, wie ich es gewohnt bin aus dem Waffenbanner. Aber die Waffe ist super. Die erhöht euren Elementarschaden standardmäßig um 12%. Wenn ihr Angriffe macht mit Elementarschaden, werdet ihr noch stärker, kriegt noch mehr Elementarschaden. Und wenn ihr eure Ult einsetzt und dieser Text so richtig ist, wie er hier im Deutschen steht, habt ihr auch direkt noch 28% Bonus obendrauf auf Refinement 1, seid direkt mit 40% Bonus. Also ist eine sehr starke Waffe. Gerade, dass der Substat kritischer Schaden ist, ist absolut genial für einen Einhänder bzw. für Waffen. Dementsprechend werde ich pullen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich verabschiede mich, da der jetzt mein Sohn nach Hause kommt. Das war's von mir, eurem Sonius94.